Bei Öl haben wir einen Boykott, wie Sie wissen. Da sind aber die Deutschen fast alleine da. Alle anderen sagen, wir brauchen das noch, das Pipeline-Öl. Aber wir haben gesagt, okay, wir steigen aus. Beim Gas ist das natürlich völlig anders. Aber ich sage Ihnen mal, solange Ukraine russisches Gas nimmt und an dem durchgeleiteten russischen Gas Geld verdient, sollte mir niemand kommen mit einer moralischen Position, dass wir doch bitte schön als Erste uns von der Klippe zu stürzen haben. Sie wissen nicht, worüber Sie reden. Wir reden über 6 Millionen Arbeitsplätze. Sie werden hier einen Zusammenbruch Deutschlands bekommen. Das fängt beim Brötchenbäcker an. Und das hört bei den Düngemitteln auf. Das hört bei der Chemie, fängt es an. Und bei der Stahlindustrie hört es auf. Sie haben flächendeckend Arbeitsplatzverlust. Und glauben Sie im Ernst, Sie werden die Deutschen dazu kriegen, noch weiter Ukraine, was ich gerne mache, unterstützen, wenn wir selber eine Sanktion machen, die uns mehr trifft. Aber das passiert jetzt ja bereits. Die uns mehr trifft als... Wenn Putin jetzt die Gaspipeline abstellt, dann passiert ja genau das. Ja, aber Sie sagen, wir sollen das machen. Moment. Also, sollen wir jetzt darauf warten und weiter in Putins Hände begeben und sagen, okay, wir sind ihm völlig ausgeliefert und warten jetzt mal ab, um Gottes Willen, vielleicht tut er dies oder vielleicht tut er jenes. Ja, wir sollten ihm keinen Vorhalt leisten, denn ich meine, dass wir ihm nicht diese Verdichterstation geliefert haben, hat ihm natürlich eine gute Ausrede gegeben, um zu sagen, euch zeige ich mal, wo der Bartel den Most holt. Und deswegen muss man ja, und so habe ich heute Gazprom verstanden, Sie haben nur den ersten Satz zitiert, die haben gesagt, wir können das nicht garantieren, wir haben bis heute noch keine Bestätigung, dass diese Verdichterstation rechtzeitig kommt. Und die muss kommen während des Stillstands. Und wenn der Stillstand 10 Tage dauert und die Verdichterstation kommt, dann hat der Kreml übrigens erklärt, dann wird er auch wieder Gas liefern. Aber Moment mal, Sie muss sagen man doch jetzt, machen. Was der Kreml erklärt, glauben Sie ernsthaft, dass was Putin heute sagt, wird auch morgen der Fall sein? Er hat uns vor dem Krieg gesagt, den Krieg wird es nicht geben. Was haben Sie denn jetzt für eine Alternative? Sie sagen, ich stelle mal von mir aus ab, dann sind Sie doch ein Selbstmörder. Wollen Sie das ganze Volk in Unglück bringen? Wir müssen doch alles tun, dass Putin uns nicht hier sozusagen ins Verderben bringt. Und wenn wir ihn beim Wort nehmen und er Sie bricht Putin es, beim Wort, wenn er es bricht, ja, dann ja. Haben wir eine Situation, die unbewältigbar ist, sage ich Ihnen ganz offen. Was Ihnen der Kreml erzählt und was Gazprom sagt Ich glaube daran, dass Sie ein Problem verkennen. Auch Russland hat ein Interesse, Gas zu liefern, nicht aus geldlichen Gründen. Da gibt es Erdgasquellen, die können Sie nicht so einfach abstellen. Also. Die können Sie natürlich abstellen, indem Sie sozusagen das Erdgas verbrennen. Ja, das wird dem Klima sehr viel helfen. Und deswegen haben Sie natürlich ein Interesse, ein gewisses Maß auch zu liefern. Aber es geht ja kurzfristig um den Druck, den Russland weiter ausüben will, auf die Ukraine, auf Europa. Es geht um Spaltung, es geht darum, sozusagen... Dann sollen doch die Ukrainer bitte anfangen. Dann lassen Sie doch die Ukrainer mal anfangen mit dem Gassperren. Also ganz kurz, das ist doch das, was gerade passiert. Die Debatten, die seit ungefähr 10 Tagen geführt werden in Deutschland und Europa, das ist genau das, was Putin erreichen will. Er will, dass wir Angst haben, dass wir nervös werden, dass wir sagen, was passiert jetzt, dass wir nicht mehr darüber sprechen, wie viele Menschen in der Ukraine sterben, dass wir nicht mehr darüber sprechen, welche Kriegsverbrechen Putin begeht, sondern dass wir uns gegenseitig kritisieren für die Frage, was die Energieversorgung angeht. Bleiben wir einmal bei der Frage, kann man mit Putin verhandeln, Herr Tschahia? Ja, ich finde es bezeichnend. Gestatten Sie mir die Anmerkung. Sie sind auch eine ganze Zeit lang Umweltsenator gewesen für die SPD, glaube ich, in Hamburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mein Eindruck war, dass die SPD mittlerweile auch aus diesem Angriffskrieg auf die Ukraine ihr Verhältnis zu Russland durchaus hinterfragt hat. Ich mache mal ein Fragezeichen bei Ihnen da dran im Augenblick. Das dürfen Sie nicht als Fragezeichen. Ich habe genauso große Kritik an Putin wie der andere. Ich sehe nur und habe reagiert auf die Frage, wollen wir selber abstellen? Und Herr Tschahia, das müssen Sie beantworten. Wollen wir selber abstellen? Ich will mit Ihnen die Frage müssen Sie beantworten. Nur darum geht es. Ich will mit Ihnen eine Diskussion nach vorne führen, Herr Professor Fahrenholt, weil die Frage ist doch, was können wir tun, wenn wir erste Anzeichen, Sie haben mir zu Recht darauf hingewiesen, schauen wir mal einfach in unserem Land, schauen wir, was die BASF meldet, was wir von Uniper hören, was können wir tun, um unsere eigene Volkswirtschaft zu stabilisieren und sie nicht zu schaden, wenn wir genau wissen, dass die Energiepolitik der letzten Jahrzehnte zahlreicher Regierungen unter der Führung maßgeblich von Union und SPD dazu beigetragen haben, dass wir eine einseitige Energiepolitik machen. Den Kernenergieausstieg hat die FDP beschlossen. Dann müssen wir
Ja, wir sind aber jetzt die Einzigen, die deutlich sagen, wir müssen verlängern. Ich hätte die Grünen gerne an der Seite. Unterstütze ich Sie. Haben wir bitte? Im Bundestag haben Sie nicht gesagt, haben sich enthalten. Ja, kann ich Ihnen sagen, weil wir keine abgestimmte Position im Ampelbündnis haben. Und die Schaufensteranträge von Friedrich Merz, die werden wir nicht immer mitmachen. Das kann man immer leicht sagen. Man muss seine eigene Position. Wir arbeiten an dieser abgestimmten Position. Wir lassen auch nicht nach in der Debatte, um das deutlich zu machen. Nach der Sommerpause wird es dann zu spät sein. Aber dann hat die FDP diese Chance verpasst. Das muss man ganz klar sagen. Ich sage Ihnen, wir bleiben da sehr ernsthaft dran, weil es für uns wichtig ist. Aber nochmal, die Frage ist, wie können wir in diesem Land dazu beitragen, das, was an Versäumnissen passiert ist, das, was wir an Herausforderungen sehen, volkswirtschaftlich abzufedern. Darüber würde ich gerne sprechen. Ja, gerne. Weil wir können uns nicht in die Abhängigkeit begeben. Da bin ich bei Paul Ronsheimer. Wir müssen raus. Und aber wir sind doch schon längst in der Abhängigkeit. Wir müssen raus. Da gebe ich an Chaya recht. Wir müssen raus. Und deswegen ist die Frage, warum fördern wir nicht eigenes Erdgas? Wir haben 2,3 Billionen, aber die Bundesregierung will es nicht fördern. Sie will nicht ran, weil sie sagt, ja, da müssen wir dann ja das Gesetz aufheben, das Fracking in Deutschland verbietet. Aber wir nehmen gerne Fracking-Gas aus den USA. Das Gleiche ist, die Kernkraft haben wir diskutiert. Das Gleiche ist mit Kohlekraftwerken. Wir können natürlich auch mehr Kohlekraftwerke wieder aktivieren. Da fehlt es mir an der Ernsthaftigkeit, dieses Thema wirklich anzupacken. Und am Ende kann man nur hoffen, dass wir dieses Ufer erreichen. Denn wir müssen weg von Putin, das ist völlig klar. Aber da helfen uns nicht, Entschuldigung, wenn ich das sage, dass wir da irgendwie mal ein paar Beleuchtungen am Brandenburger Tor abdrehen. Darum geht es später Das hilft nun wirklich überhaupt nicht. Das sind 0,00001%. Herr Kissler, ich muss Ihnen heute mal ein bisschen mehr Redezeit verschaffen. Das war mein To-Do heute, was ich mir selbst mitgebracht habe. Gott, bin ich dafür bekannt, zu wenig zu reden? Sie sind zu schüchtern, Sie müssen hier mehr selbst reingehen. Also, wie sehen Sie die Lage? Naja, die Frage ist ja einerseits, was tun wir jetzt, und B, wer ist verantwortlich für die Lage, in die wir jetzt gekommen sind, weltpolitisch und hier auf nationaler Ebene. Was wir jetzt tun, da würde ich meinem Redner zur Linken, Herrn Fahnholz, zustimmen. Wir müssen natürlich auch Diskussionen führen über Fracking, über Atomkraft, Kernkraft, ist doch völlig klar. Und dass gerade der sich momentan des Lorbeerkranzes kaum erwehren könnte, der Robert Habeck, da eben nicht bereit ist, über diesen Schatten zu springen, an diesem Dogma festhält, als würde es also als blasphemischen Verstoß gegen die 10 Gebote der Grünen aufgefasst werden. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also es weiß Gott nicht so pragmatisch, wie er erscheint und wie er von weiten Teilen der Presse gemacht wird. Herr Habeck, Sie haben da auch noch eine sehr, sehr große To-Do-Liste. Das andere ist natürlich, eine steile Lernkurve liegt vor Ihnen, Herr Habeck, um es freundlicher zu formulieren. Das andere ist natürlich, wie gehen wir mit Russland um, wie blicken wir auf Russland? Sie haben eben vorhin das Wort gebracht von den Interessen. Also auch Russland habe ein Interesse, auch Putin habe ein Interesse. Da bin ich mittlerweile skeptisch, dass wir das so in der Debatte als ernsthafte, erkenntnisstiftende, handlungsleitende Kategorie einbringen können. Ich erinnere mich an Diskussionen. 2, 3, 4, 5 Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe ich teilgenommen, also als Zuschauer. Da hieß es, ja, nie wird die Ukraine überfallen. Es gab einen großen Vortrag eines sonst geschätzten Spieletheoretikers, der hat gesagt, das spricht dagegen, das spricht dagegen, das alles spricht dagegen. Er müsste komplett verrückt sein. 24 Stunden später war das Verrückte in Anführungszeichen wahr geworden. Also ich frage mich, inwieweit können wir im Umgang mit einem Menschen, der bereit ist, Tode in Millionenhöhe im eigenen und im fremden Land zu riskieren, zu erwarten, dass er für rationale Argumente zugänglich ist und dass er auf rationale Weise eine interessengeleitete Politik für sein eigenes Land macht. Da habe ich meine große Zweifel dran. Deshalb glaube ich, von dieser Kategorie, also wir müssen schauen, dass wir Herrn Putin keinen Vorhalt geben, etwas zu tun. Wir dürfen ihn nicht reizen. Wir müssen seine Interessen in Rücksicht stellen. Aber Interessen haben Sie gesagt und keine Vorhalt geben. Interessen, das Gas zu liefern. Ja, aber wir handeln einfach nicht. Er hat momentan das Interesse, in der Ukraine zu gewinnen. Er hat ein Interesse an Regime-Change beizuführen. Alles, was er dort gesagt hat, diese hässlichen Reden, wo von Wanzen gesprochen wird, die er ausräuchern will, von Fliegen, die er ausspucken will, das sind vielleicht die wahren Interessen und nicht die Gaslieferung. Was zieht sich durch die Regierung? Eine Sache, wenn wir uns anschauen, sozusagen wie die Ampel mit der ganzen Ukraine-Thematik umgegangen ist. Wir sind immer hinten dran. Also egal, was passiert, der Atomdiskussion, sagen wir jetzt, ja, wollen wir noch ein bisschen diskutieren. Ja, wie lange wollen Sie denn noch diskutieren? Also ich meine, wenn es zu spät ist, dann hilft Ihnen das auch nicht mehr. Das Gleiche bei der Frage, wie gehen wir jetzt mit dem Gas um? Da warten wir auch darauf, was macht jetzt Putin, um Gottes Willen, was tut der Kreml? Auch da haben wir in Wahrheit keine Strategie. Also bei allen Fragen, man kann ja unterschiedlicher Meinung, unterschiedliche Positionen haben, aber ich würde mir von dieser Regierung endlich mal wünschen, dass es einen klaren Plan gibt. Wo geht's hin? Robert Habeck erzählt immer viel, was alles nicht möglich ist und wie schwierig das ist. Und dann guckt er ein bisschen in sein Instagram und säuselt ein bisschen. Und das war's dann.